Ich verspreche eine absolut faire Verhandlung. Wir, die bodenständige, vernünftige Linke, kritisiert aus der naturwissenschaftlichen Perspektive, aus der Weltspitze der Naturwissenschaft heraus und wirft aber nicht das, nicht wie die unrealistische Linke, das Kind mit dem Bade aus, ja? Was sind die Hauptpunkte, Kritikpunkte an AfD und an den anderen? Erstens, an der AfD ist tatsächlich ein leichter, unrealistischer Rassismus festzustellen. Darauf werde ich gleich eingehen. Und das andere Gefährliche ist der total gefährliche und unrealistische Aberglaube der AfD an die Marktwirtschaft. Und diesen Aberglauben teilt ja besonders auch Dr. Markus Krall. Und alle Kritik, die ich jetzt äußern werde, trifft dann wesentlich weniger und abgeschwächter auf Thilo Sarrazin zu. Und noch einmal abgeschwächter auf Professor Ulrich Kutschera. Aber auch da sozusagen ist die Evolutionsbiologie nicht ganz realistisch, sondern ein wenig mit einem leichten Bias verschoben, bei Professor Ulrich Kutschera, weswegen er ja auch oft, ja, übertrieben angefeindet wird. Aber da ist schon auch ein Körnchen Wahrheit leider dran. Also schauen wir uns erst als erstes den leichten Rassismus an. Wie sieht der aus? Und wie gesagt, ich verspreche Ihnen, dass ich auch die guten Seiten der Angesprochenen besprechen werde und nicht nur deren saugefährliche und gefährlichsten Irrtümer. Ja? So, dann probiere ich doch mal mein Glück hier. So, das will wieder nicht so, wie ich will. Ja, fangen wir doch hiermit an, fangen wir doch mit dem Rassismus an. Also, der Rassismus ist ein antinaturwissenschaftlicher Irrtum, der darin besteht, dass Fremdes, Neues generell schlecht sei. Ich erinnere mich gerade, mir fällt gerade dazu ein, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Also, ich habe mich erinnert an ein Western. Bei dem hat ein unheimlich fähiger Weiser tatsächlich sich angefreundet mit den Indianern und ist dann dort aufgenommen worden. Jetzt fällt mir auch noch ein, der Film ein anderer berühmter Indianerfilm in die ähnliche Richtung wo ein Weißer die Sanserei geheiratet hat und so weiter. Also es ist für jede Gruppe gut, die Fähigsten aus allen Teilen der Welt bei sich aufzunehmen, deren Gene in den Genpool hineinzubekommen, genetisch befruchtet zu werden. Denn alle Arten, wo diese genetische Befruchtung nicht reinkommt, sondern sowas wie eine Reinrassigkeit herrscht, eine Reinrassigkeit der Arier oder die Reinrassigkeit der echten Deutschen und so weiter, das führt zu einem Aussterben, das führt zum Ruin. Ja? Also sozusagen, und ich deute gleich an, wo natürlich die AfD nicht Unrecht hat, ist die andere Ebene. Also ich zeige erst einmal die Ebene, wo der Rassismus, wo der kränkliche, verrückte, antinaturwissenschaftliche Rassismus sich befindet. Also, der unrealistische Rassismus, wo ist es? Ja, dann ist es hier. So,
der unrealistische Rassismus. Also, wenn eine Gruppe, ein Staat, nicht genetisch frische Impulse aus allen Teilen der Welt von den Fähigsten aus aller Welt bekommt, dann droht eher die genetische Verarmung und die Degeneration sozusagen. Deswegen brauchen wir die Zuwanderung der Allerfähigsten aus aller Welt und damit eine Offenheit gegenüber dem Fremden. So wie das in diesen beiden Western so wunderbar zu sehen war, wo die Indianer erkannt haben, da ist jemand, da ist einer der Fähigsten, der Weißen, und der hat sich wirklich angefreundet und so weiter, und den kann man aufnehmen. Das ist eine Bereicherung. Aber jetzt kommt die andere Ebene, wo die AfD natürlich nicht ganz Unrecht hat. Wir haben, aber dazu muss ich einführen, die Diktatur der Sparten. Also, wo schauen wir hin? Hier haben wir das Phänomen. Wir haben, vielleicht gehe ich auch noch mal ein Bild weiter, ein paar Bilder weiter, ja, hier. Die gefährlichsten, da oben stehen sie, die gefährlichsten Sparten in der Marktwirtschaft sind die Sozialsparten und die Weltsozialsparten, die NGOs, weil die sozusagen davon leben, dass der Anteil in der Welt an arbeitsunfähigen, verelendenden, verhungernden Menschen, leidenden Menschen immer größer wird, weil nur dann die Sozialspartler, die früheren Wohlfahrtssparten, die größten Karrieren machen können, die höchsten Verdienststeigerungen erleben können, die größten Aufstiegschancen haben, wenn die Sozialbürokratien und Sozialbereiche und karitativen Bereiche immer größer werden und sich immer aufblähen. Dafür passiert Folgendes. Schauen wir uns mal an. Also hier. Dafür passiert das Folgende. Ich komme immer noch nicht mit der Reihenfolge hier klar. So. Gut. So, dann kommt hier Folgendes. Ja. Hier haben wir also das Phänomen, dass die Sozialspartler, wenn sie wahrheitsorientiert sind, dann würden sie sagen, ja, wir müssen sehen, dass wir so wenig wie möglich Arbeitslose, Sozialfälle, Obdachlose und sonstige gescheiterte Menschen in Deutschland haben oder in dem jeweiligen Land haben. Sonst schadet das unserem ganzen Land. Aber jetzt passiert etwas Paradoxes. Sobald in den Sozialsparten vor vielen Jahrhunderten zum ersten Mal bestimmte Irrtümer aufgetaucht sind, verändert sich die Situation, weil die Marktwirtschaft eben ein teuflischer Rahmen ist, der alles zerstört, passiert dann Folgendes. Da irrt sich ein Sozialspartler und sagt, nein, alle, unterschiedslos alle sind Gold wert, sind total, ein totaler Gewinn für uns und so weiter. Denn wenn die Kinder bekommen, ja, dann ist jedes der Kinder ein absolutes potenzielles Genie. Das kommt dann nur noch auf unser Bildungssystem drauf an, dass plötzlich aus Kindern von zwei fast geistig Behinderten dann ein absolutes Genie wird, ja, sozusagen. Und und dann, wenn diese diesen Irrtum glauben, dann passiert Folgendes. Sie machen eine riesige Karriere, weil durch solche neue Moral, die dann auch die Politik bestimmt, in der die Politik sozusagen
das Kinderkriegen der Unfähigsten genauso fördert wie das Kinderkriegen der fähigsten Arbeitsplätzeschaffer und der fähigsten Wohlstandsschaffer sozusagen, dann kommt es dazu, dass das Land ein Übermaß an betreuungsbedürftigen Menschen bekommt, an einen durch Sozialsparten betreuungsbedürftigen Menschen bekommt. Und dieses Übermaß führt dann zu riesigen Karrieren für diesen Sozialspartler. Und sein Irrtum können wir bezeichnen als vorteilbringenden Irrtum, parasitäre Meme, irrationale Kognitionen, Killerviren des Geistes, also vorteilbringende Irrtümer kurz. Und dann kann er dadurch sehr viel leibliche Nachkommen in die Welt setzen und ernähren, die dann auch wieder seine vorteilbringenden Irrtümer mittransportieren. Und er wird irgendwann sogar an den pseudowissenschaftlichen, in denen Marktwirtschaft tendieren, alle Universitäten immer zur Pseudowissenschaft hin. Dort werden dann also die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten an in Universitäts- oder Fachhochschullehrgängen unterrichtet und multipliziert. Und dadurch haben wir eine ganze Armee von Sozialspartlern, die das ganze Land hin manipulieren, ohne dass es ihnen bewusst ist, durch vorteilbringende Irrtümer. Und dabei schädigen sie sich selber auch, weil das Land ärmer wird. Aber jetzt kommt das Entscheidende in der Marktwirtschaft. Der individuelle Vorteil auf Kosten einer ärmer werdenden Gesellschaft und verelenden Gesellschaft, die individuellen Karrierevorteile und Finanzvorteile sind viel größer als die sozusagen bei den Steuergeldern abgezogenen Kosten für eben dieses immer größer werdende für die immer größer werdenden Sozialbürokratien und Sozial- oder Wohlfahrtsversorgungsdinge, ja. Also, das heißt, wir haben es jetzt damit zu tun, dass diese Sozialspartler und Weltsozialspartler, die ich jetzt mal ausnahmsweise nicht streife, dass diese also sozusagen ihre vorteilbringenden Irrtümer ausstreuen und die ganze Politik eines Staates in die Irre führen. Und dadurch diese dünsten, die Sozialsparten dünsten ihre vorteilbringenden Irrtümer auf. Alle denken gleich am Ende über die Journalisten, Unis, Spielfilmemacher, Politiker und Parteien strömt das dann in die Köpfe der Gesamtbevölkerung und alle sind sie bereit, den Aberglauben, den antinaturwissenschaftlichen Aberglauben zu glauben davon, dass alle Menschen unterschiedslos gut seien für uns sozusagen und die Qualitätsfrage nicht gestellt werden darf und dabei andere Sparten strömen dann gleichzeitig auch noch Gelder aus. Also bei, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Sozialsparten auch an Geldern an die Parteien und so weiter ausströmen. Aber es reicht ja auch, wenn die vorteilbringenden Irrtümer einfach überall die Bevölkerung oder die Gesellschaft verpesten und so dann sich festsetzen in den Köpfen im Sinne einer Gehirnwäsche. Es muss nicht immer Geld dabei sein. Ne? Das ist keine zwangsweise Geschichte. Ja, und jetzt kommen wir doch mal wieder hin zu dem hier. Also das heißt, dieser leichte Rassismus, den ich jetzt diagnostiziert habe, ist ein Riesenfehler. Also die naturwissenschaftliche Linke muss eine gewaltige Absage an jede Form des Rassismus machen, weil eben genetische Befruchtung und Bereicherung für unser Überleben im knallharten Wettbewerb aller, ja, ich zeige jetzt nochmal den knallharten Wettbewerb aller, ja, hier, das müssen wir uns klar sein, das ist die Erde hier, Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Australien, Südasien, Nordasien,
Nordamerika, Südamerika, ja. Das ist ein knallharter Wettbewerb all der Staaten auf der Erde, sozusagen um das wirtschaftliche Überleben, ob man irgendwann ein bettelarmer Staat ist, wo es allen dreckig geht, sozusagen, oder ob man im Wettbewerb mithalten kann. Und dieser knallharte Wettbewerb, ja, der ist eben letztendlich da entscheidend. Und deswegen müssen wir uns darum bemühen, mit allen Kräften die Fähigsten aus aller Welt zu uns zu locken, auf dass sie uns genetisch befruchten. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Gegenpol. Das bedeutet also aber, wo die AfD recht hat, ist, dass es unvorteilhaft ist, für uns Parallelgesellschaften zuzulassen. Die müssen wir abbauen. Die müssen abgebaut werden. Das ist richtig. Und beendet werden, Staatsbürgerschaften zurückgekauft werden und so weiter. Und Rückwanderungen sozusagen eingeleitet werden. Die Aufenthaltsberechtigung gilt nur so lange, wie die fähigen Personen ausschließlich mit schon lange in Deutschland zum Beispiel lebenden Personen Kinder zeugen, sodass dass dann, wenn die DNS-Tests das zeigen, sozusagen, dass dann keinerlei Parallelgesellschaft entsteht, sondern eben immer nur eine Durchmischung und ein nützliches Reinkommen in unseren Genpool kommt, zustande kommt und wir dadurch genetisch bereichert werden und in dem Wettbewerb, wo es darum geht, sozusagen, welcher Staat verdummt am schnellsten und welcher verdummt am langsamsten, da wir leider im Moment wahrscheinlich eine allgemeine Verdummungstendenz auf der Welt haben, weil die Sozialsparten ja weltweit immer größer werden. Ja, und diese Tendenz hier zu sagen, ja, aber alle sind doch Gold wert, alle, es spielt doch keine Rolle, ob jemand ein 1 Liter großes Gehirn hat oder ein 2 Liter großes Gehirn hat. Die sind doch alle, wenn die Kinder kriegen, die Kinder sind doch alle potenzielle Genies und deswegen ist das alles Gold wert, weil wenn wir eine gute Bildung machen, dann wird ja aus dem 1 Liter Gehirnkind sozusagen, die Eltern, wenn beide Eltern 1 Liter Gehirn haben, ja, Hubraumgehirn haben, dann bringt der ja locker genauso viel Leistung. Genauso gut könnten die Sozialspartler auch behaupten, ja, ein 1 Liter Hubraummotor, der bringt ja problemlos die gleiche Leistung wie ein 2 Liter Hubraummotor. Problemlos, ja. Und genau das ist der zentrale vorteilbringende Irrtum, zum Beispiel der Sozialsparten eben, ja. In Wahrheit ist es, dass jede biologische Gruppe, jede Art und jede biologische Gruppe gucken muss, dass sie von den 2 Liter, 1,5 bis 2 Liter großen Gehirnen ihre hauptsächlichen Kinder bekommt und möglichst aus den 1,5 bis 1 Liter großen Gehirnen möglichst gar keine Kinder bekommt. Und dafür ja, das dafür, also ich kann jetzt nicht alles erklären, aber AfD und all die anderen müssen sich beraten lassen von Weltrat oder von Next Scientists for Future und so weiter, und sich korrigieren lassen, denn beraten würden wir die AfD nicht. Wir würden, wenn die AfD bei uns, die Next Scientists for Future, der Weltrat würde wahrscheinlich die AfD nie beraten, ja. Aber die Next Scientists for Future würden einer öffentlichen Bitte um Korrektur ihrer größten Fehler und Irrtümer durchaus nachkommen, aber nur völlig öffentlich, wo dann ganz deutlich wird, dass wir uns von der AfD distanzieren, aber bereit natürlich sind, sie auf ihre schlimmen Fehler und Irrtümer hinzuweisen, ihre schrecklichen Irrtümer, ja? So, aber wo sie keine Irrtümer haben, ist, dass sie den Sozialsparten quasi widersprechen und sagen, es kommt schon auf die Qualitätsfrage an. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Kinder im fähigen Bereich bekommen mit den großen Gehirnen und eben hier
nicht den Sozialstaaten nicht auf den Leim gehen, die natürlich davon leben, wenn immer mehr Kinder mit Einsplittergehirnen, die später arbeitsunfähig, arbeitslos, obdachlos werden und so weiter und verwahrlosen, dann profitieren natürlich die Sozialstaaten. Und dem dürfen wir natürlich nicht folgen. Und insofern haben neben all ihren Irrtumstendenzen natürlich Sarrazin, vielleicht auch Kutschera und AfD natürlich nicht ganz unrecht, wenn sie da auf die biologische Realität hinweisen, sozusagen. Ja, also so viel dazu, dass also alles Rassistische aufs Allerstärkste abzulehnen ist aus rein naturwissenschaftlichen Gründen, dass aber die Qualitätsfrage, wer bekommt in einem Land die Kinder, weil es leider sich gezeigt hat, sie können auf ein 1 Liter Gehirn können so viel Bildung draufschütten, wie sie wollen. Das ist so ähnlich, wie wenn sie auf einem 1 Liter Motor irgendein Sprengstoff statt Benzin einfüllen. Da hält der Motor vielleicht eine Minute und dann explodiert er. Ja, also es nützt nichts, tonnenweise Bildung draufzuschütten, sondern es ist immer so, dass wenn sie dann diese gleiche Bildung auch hier draufschütten, dass die 10-mal so viel davon behalten und profitieren wie die hier. Das heißt also, sie können mit der allerbesten aller Bildungen, können sie einen 1 Liter Hubraumunterschied im Gehirn nicht ausgleichen. Ja, es ist unmöglich. Sie können kleine Bewegungen erzeugen durch Bildung, Bildungsunterschiede, können Sie kleine Bewegungen erzeugen, kleine Streuungen um die Ausgangsbasis an Fähigkeiten. Aber diese Bildung ist natürlich viel besser investiert hier in dem Bereich, wo Sie dann wirklich top, gut bezahlte, teuer bezahlte Arbeitsplätze à la Mercedes oder BMW dabei rausbekommen und so weiter und nicht Arbeitsplätze in der Pommesbude oder so, ja. Und das heißt also, Rassismus ist verrückt. Aber die Qualitätsfrage zu stellen und den Sozialstaaten und ihrem Interesse an einer Verelendigung und Verwahrlosung der Gesellschaft zu kritisieren, das ist realistisch. Ja? So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten großen, dem riesigen Fehler der AfD, ja? Und der anderen, der nämlich die Marktwirtschaft. Dr. Markus Krall ist ja einer der marktradikalen, neoliberalen sozusagen. Und da ist der entscheidende Fehler. Das heißt, welches ist der entscheidende Fehler? Ich mache es nur an zwei Beispielen deutlich. Die absolute Gesundheitszerstörung. Also wir haben hier, schauen wir uns nochmal die Sparten an. Hier haben wir also, ich mache mal das Bild hier, ja. Sie sehen es auch ganz wichtige, nach den Sozial- und Weltsozialsparten kommen auch die Nahrungs- und Gesundheits- und die Waffensparten, die ja jetzt auch gerade wieder versuchen, einen großen Schluck aus der Pulle zu ziehen, die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten. Also das sind die anderen uns umbringenden Sparten der Gesellschaft. Und wie machen die das? Wie bringen die uns um, ne? Also in der, was ist die Marktwirtschaft? Ja, da sind wir wieder bei der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik des Weltrates. Ja, also, wie bringen die uns um? Also, wenn wir hier einen Früharzt und Frühhändler haben und der sagt, bleibt nur bei eurer bei naturbelassenen Lebensweise in eurem Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehe-Lebensstil mit ganz viel Liebesglück und Endorphinen und Glückshormonen und bleibt bei eurer naturbelassenen Ursorten-Super-Bio-Naturnahrung,
sozusagen, und ich helfe euch da nur ein bisschen dabei und dafür verdiene ich mir was, ja. Das ist ein guter Früharzt und Frühhändler. Und dann kommt aber irgendwann ein sich Irrender. Und da ist jetzt vielleicht die allerneueste Überlegung, dass es sein könnte, dass jemand, dass wir im Bonobo-Kommunismus haben wir das Phänomen, dass manchmal, dass Professor Volker Sommer hat uns jetzt das ja klar gemacht, dass wir sozusagen hier in den die Welt war überzogen vor 400.000 Jahren, so wie der Kongo, der südliche Kongo, südlich des Kongoflusses, der Kongo überzogen ist von Urwald Bonobo, Pampaniskus, Bonobo kommunistischen Gruppenehe. Auch dort kommt es eben auch vor, dass ich vermute, dass Bonobos auch unbrauchbare neugeborene Mädchen und Jungs aussetzen, wie das in der Natur überall Naturrecht ist, und dem Tode überlassen und so dem Motto, dem linksfeministischen Motto sozusagen folgen: Mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir. In der Natur heißt es, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir. Und in der Natur bedeutet das auch noch, dass die Kinder auch noch viel später ihren Eltern gehören, also ihren Müttern gehören vor allem, ja. Und im Bonobo-Kommunismus, vor 400.000 Jahren, unserem Savannen-Bonobo-Kommunismus, Spätphase Homo erectus, Anfangsphase Homo sapiens, sozusagen, Professor Volker Sommer hat berichtet, dass eben Bonobo-Frauen einen sich vielleicht nach der Pubertät als unbrauchbar erweisenden oder gar gefährlich oder verrückten Mann sozusagen dann vertreiben aus der Gemeinschaft oder ersatzweise auch töten. Ja, das nenne ich die super späte Abtreibung. Ja, also das Aussetzen ist ja die Spätabtreibung. Und die super späte Abtreibung kann auch noch später erfolgen. Und wenn dann so ein Mann vertrieben wird, dann hat er bei Bonobos keine Überlebenschance mehr, aber dann hat er vielleicht vor 400.000 Jahren durchaus eine gewisse Überlebenschance noch. Besonders wenn er den gerade aufkommenden Beruf erwählt, nämlich den des Tauschhändlers, ja? Des Marktwirtschaftsbetreibers sozusagen, des Tauschhändlers betreibt, vielleicht sogar des Ferntauschhändlers, der irgendwo zwischen 300 und nach Professorensichtweise zwischen 300 und 140.000 Jahren erfunden worden sein soll. Professor Friedemann Schrenk bietet uns ja diese circa 140.000 Jahre an als vermutlich den spätesten Zeitpunkt der Erfindung des Ferntauschhandels. Ja, und dann passiert Folgendes in der Marktwirtschaft, was all die AfD und all die anderen ja alle übersehen, nämlich, dass hier, wenn dieser Vertriebene, der also selbst quasi aus dem sexuell befriedigenden Gruppeneheleben verstoßen ist, vielleicht mit Neid und Missgunst auf das Liebesleben des Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehelebens unserer Vorfahren blickt, dann ist es vielleicht so, dass bei ihm ein Irrtum durchrutscht, der dann besagt: Hört auf, eklig, widerwärtig, das ist ja ekelhaft und schädlich und widerwärtig, all eurer vieler Sex und Körperkontakt und so weiter, hört auf damit. Und wenn die Leute, da die Menschen, da wir alle durch diesen Bonobo-kommunistischen Lebensstil alle vertrauensselig genetisch geworden sind, folgen wir und glauben wir und sind das suggestibelste Lebewesen der Erde und wir glauben dem. Und wenn dann dieser Früharzt und Frühhändler auch noch sagt: Nein, ihr müsst euch nicht mehr naturbelassen ernähren, also auch wenn wir später aus der chemischen Fabrik Kunstprodukte in Billigstbereich herstellen, dann ist das genauso gesund wie eure super naturbelassene Nahrung. Und wenn er solche vorteilbringenden Irrtümer äußert und immer wieder äußert, dann erweisen die sich als vorteilbringenden Irrtümer. Denn
das Lebensglück aller Menschen wird durch die Marktwirtschaft zerstört und ruiniert und unterdrückt. Ja, wir sind die einzige Art, wo ständig gegen irgendwelche Varianten der Sexualität gewettert wird und geschimpft wird und gegen angegangen wird. Und wir haben eine Verarmung in allen Glücksquellen. Singen, tanzen, musizieren, Massage, Streicheleinheiten, Fellpflege sozusagen, Sexualität, Liebe. Alles ist rückläufig in der Marktwirtschaft. Und stattdessen werden wir konsumsüchtig, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, reisesüchtig, was auch immer süchtig und konsumieren die Erde zu Tode. Ne? Aber der hier, für den erweisen sich diese Irrtümer als vorteilbringende Irrtümer, denn er hat sowieso nicht viel bei der Liebe zu verlieren, wenn er Kommunikation gegen die Sexualität äußert, weil er sowieso vielleicht ein Verstoßener war oder er gehörte sowieso zu den in der liebevollen Gemeinschaft sowieso am wenigsten Intensität von Liebe abbekommenden Männer sozusagen. Und von daher gewinnt er jetzt plötzlich riesige Tauschhandelsvorteile und kann darüber riesige Erfolge auch irgendwie dann erreichen in dieser Welt und viele Nachfahren aller Art erreichen sozusagen. Und dadurch breiten sich diese vorteilbringenden Irrtümer aus. Auf jeden Fall muss es irgendwie so dazu gekommen sein, denn wir stellen fest, dass wir alles, was ich jetzt angedeutet habe, ja heute in der Hochblüte haben. Wir haben eine absolut, die marktwirtschaftlichen Kulturen sind absolut körper- und sexualitätsfeindlich und liebesfeindlich und führen immer mehr zum einsamen, kaufsüchtigen Single. Und wir stellen einfach fest, dass immer mehr statt natürlicher, gesundheitsförderlicher Nahrung immer mehr krankmachender Chemie, Labor, chemischer Sondermüll, der eigentlich auf die Sondermülldeponie gehört, verkauft wird, weil die Marktzwänge, ich habe gerade eine Arte-Sendung gesehen, wo das natürlich alles falsch dargestellt würde. Ja, es ist ein gnadenlose Marktzwänge herrschen. Entweder du produzierst im chemischen Labor Pseudonahrungsmittel so billig wie möglich oder du hast einfach im weltweiten Wettbewerb überhaupt keine Chance mehr. Und dadurch kommt es sozusagen zur Vergiftung der Weltbevölkerung über krankmachende Nahrung. Daran bereichern sich die gefährlichen Gesundheitssparten, bereichern sich an diesen chronisch Kranken und verwandeln sie dann durch ihre krankmachende Behandlungsform in Dauerpatienten, damit auf das auch sie wiederum gut verdienen und so weiter. Und alle zusammen wettern gegen die Sexualität, so dass also überall unbefriedigte Menschen konsumsüchtig, kaufsüchtig werden, darüber ganz besonders schnell krank werden und dann wieder Patienten für die Gesundheitssparten darstellen und dort wieder Geld bringen. Und es ist für mich so absurd, wie man das übersehen kann, über Jahrhunderte und Jahrtausende und Jahrhunderttausende übersehen konnte, diese unendliche Schädlichkeit der Marktwirtschaft und wie heute immer noch die AfD und Dr. Markus Krall und Professor Hans-Werner Sinn immer noch nicht erkennen können, dass die Marktwirtschaft ein einziger Teufel ist. Es gibt nur einen Teufel auf der Erde und das ist die Marktwirtschaft. Dieses System macht alles kaputt. Ja. Und das ist das super Gefährliche bei der AfD. Ja. Also leichter Rassismus, der weg muss in der AfD, wenn sie sich korrigieren lassen wollte. Und diese
Sie muss sich orientieren hin zur gemeinwohlökonomischen Denkweise. Ja, da kann ich mal zeigen. Also wir haben ja hier, wir beraten ja eine der Parteien. Die beraten wir wirklich, die korrigieren wir nicht nur, die beraten wir, weil die nicht korrekturbedürftig ist. Ja, also hier übrigens links, wo sie alles von uns finden können. Also hier, Sie müssen anklicken, Rat, also eintippen oben, rat-der-weisen.bibworld.de. Dann haben Sie hier so mal unser ganzes Imperium, unsere ganzen Freunde, unsere verfreundeten Foren und alles. Also alles, was es an Freundschaft und sonstigen und eigenem rund um Weltrat Next Scientist for Future gibt. Und dann haben wir hier, wo haben wir es, ach ja, hier wollte ich mal kurz reinschauen. Hier haben wir übrigens auch nochmal eine neue Sendung drin, hier in der Polyamorie. Immer kostenloses Polybee-Dating haben wir also hier. Nicht nur das Video hier über das ZEC aus dem WDR, sondern auch hier nochmal einen untauglichen Versuch klarzumachen, dass Monogamie eben eigentlich in unserer Evolution das Unnormale ist, ja, aber dabei ist entsprechender Kommentar dazu da. Ja, ja, schauen wir mal. Und jetzt wollte ich Ihnen aber zeigen hier, also gemeinwohlökonomisches Denken, gerade jetzt im Moment, die Leute nehmen mir sehr bereitwillig die Schrot und Korn ab, weil da jetzt eben über gemeinwohlökonomisches Denken eine Einführung jetzt endlich auch in Schrot und Korn ist, der Biozeitschrift, ja, und bei uns vom Alnatura. Und ja, und deswegen, unsere letzte Hoffnung für die Menschheit ist, Marktwirtschaft abschaffen, Gemeinwohlwirtschaft einführen. Welche der verschiedenen gemeinwohlökonomischen Denkweisen sind die besten für uns? Nur noch darum geht es. Also, ja, und das muss ich vielleicht oft, und hier ZDF über Gemeinwohlökonomie, Arte, Brecht über Gemeinwohlökonomie, ja, also, und dann hier, unser, ja, ZEC und Tamera, die unbrauchbaren, gescheiterten Versuche, diese Gruppenehe wieder möglich zu machen in Ansätzen, was wir, und dann hier unser neues New World Economic Forum nach dem gescheiterten neoliberalen, genau genommen ist ja das Davosische Wirtschaftsforum ein Cancel Culture Wirtschaftsforum, denn sie haben auf den Weltrat nicht eingeladen und obwohl wir sie auf uns hingewiesen haben, und das zeigt schon, dass sie eine reine Cancel Culture praktizieren und damit unbrauchbar sind. Wir haben hier ja den besten Moderator der Erde zur Verfügung für unser New World Economic Forum. Samstags und montags können Sie direkt mitreden. Bei uns gibt es keine Zensur, keine Cancel Culture, weil wir müssen alle an einen runden Tisch holen. Wir kriegen nicht eine Lösung, wenn wir nur die neoliberalen Unrealistischen an einen Tisch holen, ja. Ja, und wie geht denn jetzt, was macht denn die sozusagen, was macht denn die gemeinwohlökonomische Denkweise? Sie macht einfach Folgendes. Dort, wo hier die Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen, knallt sie einfach Nachteile rein. Also statt Vorteile werden da finanzielle Nachteile reingeknallt. Und für die, die hier die Wahrheitsorientierten, die eben finanzielle Nachteile hatten in der Marktwirtschaft, werden in der gemeinwohlökonomischen Denkweise Vorteile gegeben, sodass die Wahrheitsträger wieder erfolgreich, erstmals wieder erfolgreich werden und sich ausbreiten und die vorteilbringenden Irrtümer und damit die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung, die unser alle Gehirne verwirrt hat, verschwinden. Ja? Und das ist dann die ganze Lösung. Zum Beispiel könnte man das machen über die berühmte, unsere berühmte Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Das heißt, da würde geguckt werden, wie viel Schaden richten die unterschiedlichen Supermarktleiter bei ihren Kunden an.
Wie viele Krebsfälle pro 10.000 Kunden hat ein Supermarktleiter? Oder pro 1.000 Kunden, wie viele Krebsfälle, wobei wir nicht den Krebs erfassen, sondern nur das verschlechterte Wohlfühlen der Krebspatienten. Ne? Es interessiert uns nicht, ob die an Krebs oder an Diabetes kaputt gehen. Uns interessiert nur, ob sie kaputt gehen. Ne? Und dann kriegen nur noch die Marktleiter, die unser ganzes Leben verbessern. Und jetzt kommt das Entscheidende bezüglich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner eine positive Wirkung entfalten, die überleben in der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsweise und alle anderen gehen pleite. Das heißt, alles das, was im Moment, also Aldi, Lidl und Rewe und Alnatura, müssen also nur einfach nur eine kleine Kurskorrektur machen. Ab jetzt, liebe Zulieferer, liebe Hersteller, liebe Lieferanten, Kurswechsel, nur noch Gesundheitsförderliches. Also, wie weit müssen wir in der Evolution der Nahrung zurückgehen, wo noch eine Passung zwischen und dem genetischen Genbestand und dem genetisch gesteuerten Stoffwechsel der Menschen und der Nahrung besteht? Wie weit müssen wir Ursorten zurückzüchten? Wie weit müssen wir aus der Natur Dinge wieder reinkreuzen, damit all diese künstliche, chemische und giftige Massennahrung weg ist? Und dann werden Lidl, Aldi und Rewe und Alnatura weiterhin Marktführer sein, aber mit einem völlig anderen Konzept. Sie werden unsere besten Freunde werden, genauso wie alle Praxen die besten unserer Freunde werden und alles und alle werden nur noch ein Ziel haben. Mein Wohlfühlen, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner zu verbessern und übrigens auch die Politiker, alle. Die Gemeinwohlgesellschaft ist das Gegenteil einer marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Gesellschaft und ist das Menschenfreundlichste, was wir bis jetzt uns denken konnten in der Weltspitze der Naturwissenschaften. Ja, also und wir beraten halt diese Partei hier da, wo ist sie? Die Partei des Gemeinwohls beraten wir halt. Und wie gesagt, die weltberühmte Gemeinwohlökonomie als eine von circa vier gemeinwohlökonomischen Denkweisen, da muss diskutiert werden. Aber natürlich müssen auch die Neoliberalen an den Tisch, denn es muss in unserem New World Economic Forum, was wir ja so langsam einschleichend montags und samstags ja schon haben, ja, in diesem New World Economic Forum, ich finde das Bild ja so schön hier von YouTube, ja, sozusagen, ja, der runde Tisch ist richtig. Aber es fehlen, es muss die Cancel Culture aufhören, es muss die freie Argumentekultur herkommen und wir müssen wie in einer Zentrifuge müssen alle Argumente ständig ausgesprochen werden, bis aus den Köpfen der einzelnen Leute sich die eine oder andere vorteilbringende Irrtum oder sonstige Irrtum löst und dann von der Zentrifuge nach außen verschwindet, sodass am Ende wir uns alle einem gemeinsamen Minimalkonsens nähern und dann hoffentlich, das kann ich nur hoffen, dann, dass wir unsere Gehirne noch groß genug sind, dass wir dann am Ende vielleicht tatsächlich bei der gemeinwohlökonomischen Denkweise landen und dann die Diskussion nur noch um die Varianten des gemeinwohlökonomischen Denkens kreisen und dann vielleicht wir wirklich innerhalb überschaubarer Zeit wirklich die Lösung für die gesamte Menschheit haben. Ja, also das waren diese ganz großen und super und gefährlichsten Irrtümer und wie gesagt, die Next Scientists for Future stehen für eine öffentliche Korrektursitzungen der Grundfehler der AfD zur Verfügung. Zu beraten sind wir nicht bereit, weil die AfD dazu zu gefährlich und schlecht und schädlich ist. Aber wenn sie öffentlich korrigiert werden wollen, sind wir bereit, diese öffentliche Korrektur
vor Journalisten gerne durchzuführen, ne, und zu helfen. Ne? Ja, also, das war's. Und jetzt muss ich hier wieder nur Pause. Ja, tschüssi, bis bald. Bis zur nächsten Sendung unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Wobei ich füge noch ein paar Sachen an. Also, das ist, dieses Biologische ist das Neue. Also, ich verschiebe es auf die nächsten Sendungen. Ja, also, tschüssi, bis bald. Und wir werden sicherlich fortsetzen, diese Serie, die gefährlichsten Irrtümer von. Tschüssi, bis bald.